Emma, hallo Emma. Ich überhitze. Hey, das ist die Schöne. Der Volksschulrat, der lacht gut, wenn ich das sehe. Ja, okay. Sag mich, Klaus, du guter Mann, los, was ich gerade erfahren habe. Der Hahn, dem Zettnerinnen, die ist wenig Lohn, das liegt nicht drin. Ohnmächtig werden sie sogar, ihr Essen ist so rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben, das ist doch wirklich recht daneben. Gerechte Löhne, das wünsche ich mir von Hahn und auch von dir. So schön hat das noch niemand gesagt. Wow. Danke vielmals. Darf man jetzt ein Leben? Ein Hängerli kommt gerade und bringt euch ein Leben. Sammy Klaus, guten Mal, los, was ich gerade erfahren habe. Die Hände zahlen die Näherinnen viel zu wenig Lohn, das liegt nicht drin. Ohnmächtig werden sie sogar, ihr okay. Essen ist rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben, das ist doch wirklich recht daneben. Gerechte Lohn, das wünsche ich mir von Hände und auch von dir. Ah, ganz schön aufgesagt. Wie tief sind deine Löhne? Die Lehrerinnen sind in Not. Sie haben nicht genügend Brot. Ohoho, an dem, ohoho. Wie tief sind deine Löhne? Ohoho, an dem, ohoho. Du könntest mir gefallen, gerechte Löhne wünsche ich mir. Dann kaufe ich gerne einen bei dir. Ohoho, an dem, ohoho, könntest mir gefallen. Das ist aber schön gewesen. Es schnell. Gerechte Löhne wünsche ich mir, damit kaufe ich gerne ein bei dir. Oha und dem, du könntest mir gefallen. Lieber Sammy Klaus, jetzt ist Schluss mit Ausreden. 70 Franken Monatslohn reicht nicht für ein Leben in Würde. Ich wünsche mir zum Weihnachten von Haldem und Zahler existenzsichernde Löhne für die Näherinnen in Kambodscha. Bravo! Lieber Sammy Klaus, jetzt ist Schluss mit Ausreden. 70 Franken Monatslohn reichen nicht für ein Leben in Würde. Ich wünsche mir zu Weihnachten von H&M und Sarah existenzsichernde Löhne für die Näherinnen in Kambodscha. Sammy Klaus, du gute Mann, das soll ich gerade erfahren haben. Der H&M hat Näherinnen viel zu wenig Lohn, das liegt nicht in mir. Ohnmächtig werden sie sogar, das Essen ist so rar. So können sie von ihrem Lohn nicht leben, das ist doch wirklich recht daneben. Ich wünsche mir vom Haus und auch von dir. Super, hey, danke. Liebe Sammy Klaus, jetzt ist Schluss mit Ausreden. 70 Franken Monatslohn reichen nicht für ein Leben in Würde. Ich wünsche mir zu Weihnachten von Haus und Sarah existenzsichernde Löhne für die Lehrerinnen in Kambodscha. Danke. Ja, das ist ja.